Wow, wir haben jetzt einfach mal eine echte Meerjungfrau getroffen. Und die Stadt hört sich in Englischen so witzig an. Besonders wenn die das gesagt hat. Ich kann es irgendwie nicht, ich habe es nicht richtig gehört. Auf jeden Fall nur am Ende Lulu. Sehr witzig. Und warum haben sie einfach nicht Michelle gelassen anstatt Mira? Mirael oder auf Deutsch? Also Michelle hätte es doch einfach gelassen. Also es ist einfach totaler Quatsch. So, jetzt ist die Frage halt, wo ist denn Lamentea? Keine Ahnung. Einfach mal suchen. Ja, wir wollen mal irgendwo zurück. So, Lamentea. Es könnte da... Ach, okay, Lamentea ist da hinten. Okay. Eigentlich wird schon gesagt, wo es ist. Dann können wir eigentlich auch direkt hinsprinten. Dann helfen wir mal der guten... Würde ich mal sagen. Vielleicht kriegen wir dadurch einen weiteren Orb von der Königin. Das wäre natürlich echt gut. Mehr Heilung. Okay. Odem. Autsch. Ah, jetzt habe ich ihn auch noch verfehlt. Komm, triff mal. Sehr schön. So, Veronika Reichstufe 27 und erlernt Boeing. Nice. Ach, das ist ja noch ein weiter Weg. Da ist Beschleunigung gar nicht mal so verkehrt. Einfach nur geradeaus durch. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. So, Vater Morgana mal wieder. Nein, du bist der Falsche, der die Kräftigung braucht. Ich bin der Richtige. So. Aufstellung. Ich wechsle mich mal selber aus. Und das geht tatsächlich. Das heißt, die brauche ich tatsächlich. Und das heißt, wir werden auf jeden Fall gleich die Quest machen schon mal. Obwohl, nee, machen wir mal keine Magie. Sicher ist sicher. Na, verfehlen ist nicht so ganz. So kann ich also die Core-Quests also besser regeln. Das finde ich, das ist gut. Dass das funktioniert. So, dann muss ich gleich mal gucken, dass wir zurückgehen. Ah, nice. And don't come back. Fabulous, darling. So, Rinaldo erreicht Stufe 26. Und wir erreichen sogar 27. Das ist gut. Für das Besiegen von 700 Monstern. Okay. So, Magie. Wir müssen einmal Teleportation. Und zwar... südlich. Damit wir die Quest endlich mal erfüllen können. Ich hoffe, es klappt. Wenn ich das richtig verstehe, ich muss Eric den Spitzwurm so besiegen. Das heißt, wir müssen ihn erstmal so weit runterhauen. Oh, ich hätte doch in Norden gehen sollen. Muss ich doch ein Stückchen latschen.
Es ist halt schwierig, nicht so zu tun. Für die Leute, die im Livestream natürlich da live sind und das schon später vielleicht sogar nochmal als Folge gucken, denken sich auch so, hä? Oder die Leute, die überhaupt nur die Folgen gucken, denken sich auch so, was, warum, was redet er da? Das ist halt der Unterschied, das ist ja halt ein Live-Let's Play. Ich muss das halt alles so zurechtstückeln, dass es bündig ist, ne? Also, dass es gut aussehen, egal was ich sage. Aber egal, wir machen jetzt trotzdem nochmal, versuchen das nochmal, die Quest zu erledigen. Es hat ja soweit geklappt. Vielleicht läuft es jetzt besser. Ich hoffe, es kackt gleich nicht nochmal ab. Davon kriegen die Leute, die in die Folgen gucken, natürlich nichts mit. Das ist das einzige Positive daran. Deswegen sind die Streams auch meistens länger. Und die Folgen auch dementsprechend wahrscheinlich dann länger etc. So. Die drei brauche ich. Das heißt, ich werde es nochmal so machen, dass ich den mit Jade wahrscheinlich einmal angreifen lasse. Und gucken, ob er auf Gelb kommt. Orange wäre, glaube ich, am besten, aber ich habe tatsächlich Angst, ihn zu erledigen. Er ist auf Gelb. Das heißt, wir wechseln die mal ein. Achso, die können nicht eingewechselt werden. Dafür müssen die erstmal aufstehen. Würde ich sagen, bitte critte jetzt nicht. Oh, 62. Das ist, glaube ich, mehr als genug. Jetzt muss nur noch er aufstehen und dann kann ich die jetzt erstmal wechseln. So, bestätigen. So, dann verteidigen und jetzt... Ja, angreifen ist okay. Korbkraft, das Tier in mir, bitte. Und sieht sogar noch stylischer aus mit dem Kostüm. Okay, jetzt heißt es, Eric muss ihn besiegen, ne? Wenn ich die Quest richtig verstanden habe. So, das heißt, die verteidigen alle. Ah ja, geh auf Eric. Den kann ich heilen. So, Eric ist dran, das heißt, er muss ihn töten. Und das ist genau perfekt. Ich hoffe, es hat funktioniert jetzt. So, du hast das Tier in dir entfesselt und eine Spitzwurm erlegt. Du solltest den Maler vor der Anschlagtafel im Norden von Gallipolis davon berichten. Perfekt. Das haben wir erreicht. Es funktioniert tatsächlich. Saugeil. Das heißt, wir müssen Genesungsgedöns machen. Und dafür brauche ich Drone und Serena, ne? Den Helden. Und Serena. Wenn wir das dann soweit haben, können wir auch die nächste Quest machen. So, das hier. Das haben wir jetzt geschafft. So, ein Fall im Paradies, genau. Setz die Korbkraft Genesungsgebet ein, um die Grimmingerippen zu besiegen. Die Nacht in der Nähe, bla bla bla. Du kannst immer dann nur verwenden, wenn der Held und Serena zur gleichen Zeit gekräftigt sind. Das ist schon mal gut herauszufinden, dass das wirklich funktioniert. Dann ist das mit dem Koopkraft auf jeden Fall doch leichter als gedacht. So, Norn von Galopp, oder sprich mit ihm, mit dem. Ist ja gut, Veronica. Ist ja gut. Ridiculous. Ja. Okay.
einmal Stadt. War das doch Galopolis? Ich glaube ja, ne? Ganz hinten im. In der Nähe von dem Sultanbereich war das. Ich hoffe, dir geht's gut, Hades. Und freust dich auf Dragonfest 11. Trotz der technischen Probleme. Da rüstet man den PC auf und dann passiert sowas, ne? Also ich mag Windows 10 tatsächlich nicht. Bin ich ganz ehrlich. Das hat mehr mir Probleme verursacht als Windows 7. So, genau, er war das. Dann bekommen wir jetzt endlich mal was. Ich habe alles gesehen. Du warst dabei? Wo warst du? Okay. Der Kampf mit dem Tier. Ich finde, das sieht auch geil aus, trotz mit den Kostümen. So, wir bekommen jetzt die pelzige Tracht. Und wir bekommen Pelzmütze, Pelzponcho. So, deswegen habe ich das eigentlich gemacht. Für die Rezepte. 10 Missionen haben wir schon abgeschlossen. Okay. Ich würde sagen, wieso würde ich mal Start drücken? Es ist so gewöhnlich, dass man eigentlich Start im Menü geht hier. Ich würde sagen, wir gehen mal nach Zwistambul. Und nehmen mal die Mission dort an. Wie lange spielst du schon die Dragon Quest Reihe? Seit Teil 4 und das ist schon jetzt mehrere Jahre. Ich habe Teil 4, Teil 5, Teil 6. Aktuell ist jetzt Teil 7 ja auch in europäischen rausgekommen, das heißt auf den 3DS. Also ich spiele Teil 7, den Remake. Dann habe ich Teil 8 auf die PlayStation 2 gespielt. Noch nicht die 3DS-Version. Dann Dragon Quest Monster-Reihe. Das erste Monsters, das Joker 1 und Joker 2. Also es sind einige Dragon Quest auf jeden Fall schon mal auf meinem Kanal zu sehen. Dementsprechend Dragon Quest 10 wird es wahrscheinlich nicht geben, weil es halt nur im englischen Format gibt. Dragon Quest 1 und 2 habe ich von anderen YouTubern eine Playlist, damit das zumindest auf meinem Kanal vorstellbar ist. Dragon Quest 3 wird auch noch irgendwann kommen. Da habe ich was Nettes gefunden. Und dementsprechend habe ich Teil 9 auch durchgespielt und auch mit ein paar Grotten am Ende etc. Da habe ich die ganzen Missionen gemacht. Also, Dragon Quest 9 ist, glaube ich, das längste Dragon Quest, was ich bis jetzt rausgenommen habe. Und ich Let's Play das tatsächlich per Livestream. Und man kann mich dort sogar sehen als Webcam. So, wo haben wir denn noch Quest, die ich noch nicht angenommen habe? Und Teil 9 gucke ich gerade bei dir. Ah, das ist gut. Akir scheint noch etwas auf dem Herzen zu haben. Wieso begibst du dich nicht nach Gondolier? Ah, okay, Akir. Und im Waisenhaus. Damit tun wir jetzt erstmal im Waisenhaus und Akir nochmal besuchen. Mal gucken, was sie dann auf Herzen hat. Dann nehmen wir schon mal die Quest auch an. Ja, das Let's Play von Dragon Quest 9 ist ja mit der Solo-Challenge. Da werde ich einfach nur ganz normal durchspielen. Da wird nichts Spezielles sein. Und bei Dragon Quest Monster Joker 2 habe ich noch ein paar Synthesen gemacht. Belohnung Mini-Medaille. Die Junge möchte, dass du ihm hilfst, Xero den Schatten zu finden und ihn Autogramm zu bitten. Ich habe gehört, dass er beim letzten MMA-Turnier dabei gewesen sein soll. Also müsste er immer noch hier in der Stadt sein. Er ist groß, stark, einschüchtern.
Xeros Autogramm. Der Schatten. Wie kriege ich nur sein Autogramm? Ja, die Frage stelle ich mir selber gerade. Hier gibt's keine... keine Aktion, wo ich weiß, dass er sein könnte. Er hat eine Maske. Okay, das kann er auf jeden Fall nicht sein. Schaut nur, der ist der Champion. Hallöchen. Wo könnte der Schatten sein? Wenn ich schon mal hier bin, versuche ich nochmal die Quest zu machen. Aber ich habe mich ja nicht nur auf Dragonfest orientiert, sondern auch noch, ich habe die Inazuma 11-Reihe gemacht. Die ich persönlich auch noch ganz gut finde. Der Schatten. Der kann hier überall sein. Ich glaube nicht, dass du der Schatten bist. Kann man jemanden fragen, der den vielleicht gesehen hat? Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt erstmal nach Arkia und dann gehen wir mal weiter. Gondolier. Nehmen wir mal die Quest an. Und dann machen wir am besten weiter mit der Story. Und dann können wir, glaube ich, noch am Ende nochmal gucken mit den Quests. Da wollte ich mich jetzt eigentlich nicht so lange aufhalten mit. Hey Momo! Habe ich was verpasst? Ich würde sagen ja. Natürlich hast du was verpasst. Weil du nicht am Anfang dabei warst. Er hat mir doch Hakims Brief gebracht. Ihr kommt genau zur richtigen Zeit. Ich bräuchte nochmal eure Hilfe. Noch einen Brief für mich ausliefern. Dieser Brief ist für einen Herrn namens Valentino bestimmt. Er lebt in Portevalor. Okay, hier ist der Brief. Akias Brief. Ja, okay, das weiß ich, wo er ist. Aber da müssen wir erstmal gucken. Einschließlich der Tatsache. Was? Dass ich meine Karriere als zukünftige Bäckerin aufgegeben habe, um hier zu arbeiten. Was? Warum? Wieso? Was? Wieso? Warum willst du jetzt... Akia, was ist los? Warte mal, die Folge kommt, glaube ich, heute raus, ne? Wo der Brief vertont wurde. Ich bin gespannt, wie ihr drauf reagieren wird. Ja, die Folge müsste heute auf jeden Fall jetzt schon draußen sein. Ich werde auf jeden Fall die Person nochmal anfragen, ob sie nochmal das für mich macht. Das wäre am besten, wenn es wieder zur Vertonung kommt. Aber das, wir werden es jetzt erstmal anders machen. So. Teleportation am besten... Ich muss, glaube ich, nochmal außen rumschwimmen, ne? Obwohl, warte mal, hier, Sandinsel. Genau, hier wollte ich hin.
dass ich von hier aus... Ja, was du verpasst hast, ist die Meerjungfrau. Aber wie gesagt, was du ja verpasst, ist das Gute, dass du das ja auch in den Folgen nachgucken kannst. Du verpasst eigentlich nur das, was im Stream ist. Das ist der einzige Vorteil daran. Wer den Stream verpasst, verpasst nicht unbedingt den Inhalt. Verpasst nur die Fails, die ab und zu mal passieren. So, Taktiken. Gnadenlos. Ja, doch, passt soweit. Und wie du siehst, Eric hat sein Kostüm an. Das habe ich jetzt gecraftet. Aber es ist halt trotzdem ein Unterschied, live dabei zu sein und halt, oder alles nachträglich zu sehen. Hallöchen, Ingolf. Aber live dabei zu sein ist halt besser. Finde ich, man kann dann noch mit denjenigen interagieren. Beziehungsweise ich kann mit euch interagieren. Und in den Folgen kann man das nur in den Kommentaren machen. Nicht so ganz persönlich. So, Bruno und Serena müssen gekräftigt sein. Damit ich die nächste Quest da machen kann.